Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Warcraft 3. Aufstand der Druiden ist das heutige Kapitel. 2 Tage später, tief im Winterspringtal. Tausend Jahre sind vergangen, seit ich euch zuletzt sah, Tyrande. Ich dachte jede Sekunde an euch, während ich durch den smaragdgrünen Traum streifte. Unser Wiedersehen erfüllt mein Herz mit Freude, Furion. Doch ich hätte euch nicht geweckt, wenn es nicht dringend wäre. Im Traum spürte ich, wie unser Land verdarb, als wäre es mein eigenes Fleisch. Es war richtig, mich zu wecken. Die brennende Legion ist zurückgekehrt, Furion. Cenarius ist tot und Fremde ziehen ungehindert durch unsere heiligsten Täler. Wie in der Prophezeiung. Zweifellos wird Archimond zum Gipfel des Hyjal vordringen und den Weltbaum angreifen. Gelingt es ihm, die Energie des Baumes abzusaugen, ist es das Ende dieser Welt. Ich hatte nur einen Gedanken, euch und die anderen Droiden zu wecken. Die Klauendroiden befinden sich in den Grabhügeln am Ende dieses Tales. Wenn wir sie erreichen, können wir Archimond und seine Dämonen vielleicht aufhalten. Das war's, Jungs. Wir haben sie vertrieben. Formieren wir uns im Stützpunkt neu und behandeln wir die Verwundeten. Die Fremden kämpfen also auch gegen die Untoten. Sie könnten wertvolle Verbündete gegen Archimond und seine Brut sein. Es sind Bastarde, nichts weiter. Sie tragen die Schuld an Cenarios Tod. Eher sterbe ich, als an ihrer Seite zu kämpfen. Vielleicht habt ihr recht, Liebste. Wir werden unsere neue Siedlung hier gründen. Sorgt dafür, dass die Wachen auf dem Posten sind. Ich bezweifle, dass die Fremden oder die Untoten sich schon geschlagen geben. Okay. Na gut. Ich folge der Stimme Gehen von Elun. Gehen wir aber erstmal hin. So sei es. So. Diese Goldmine sollst du mal bewuchern. Ihr 5 kommt auch mal mit runter. Genauso wie ihr. Gut, hier oben sind Orks. Hier hinten haben wir Untote und da ganz hinten die Druiden. Angriff der riesigen Bäume. So, du verankerst dich mal da. Du verankerst dich mal da. Du ankerst dich mal hier oben ein. Und du ankerst dich mal hier unten ein. Ich hoffe, das klappt so. Achtung, Verkehr. Die Göttin ruft. Dieses Land und ich sind eins. Okay. Boom, boom. Jemand bedroht die Wildnis. So, geht mal ein bisschen beiseite, dann brauche ich mal 4 neue. Na, das machen wir gleich mal 5. Euer Gebäude ist fertig. Und dann geht ihr schon mal ackern. So, ist doch viel schöner. Dann, den haben wir nicht. Nicht das genügend haben wir nicht. Gold. Oh, wir haben gar kein Gold. Das läuft ja gut schon. Okay. Ne, das ist ja jetzt nicht so schön. Dann werde ich mir hier mal einen Mondbrunnen hinstellen.
Dann machen wir noch mal einen hier hin. Den Sammelpunkt einfach nach hier hinstellen. So, du bist fertig. Deswegen geh mal da hinten ein bisschen schuften. Du auch. Unsere Goldmine gibt nicht mehr viel her. Unsere Ressourcen schwinden rapide. Wir müssen eine andere Goldmine finden und unsere Streitkräfte konzentrieren. Nur so können wir die Grabhügel erreichen. Ach, so ist das gemeint. Ah. Und ich baue jetzt hier natürlich auch noch fleißig Holz ab. Euer Gebäude ist fertig. Na gut. Euer Gebäude ist fertig. Ja, das ist jetzt natürlich blöd. Da hätte ich mal ein bisschen drüber nachdenken sollen. Mach du mal den Baum hier. Du mach den Baum. Irgendwo haben wir noch einen. Dann nehmen wir noch mal so einen Beschützer-Uhrturm. Den können wir auch notfalls mitnehmen. Dann nehmen wir uns jetzt hier den Rest mit. Und die Göttin gucken mal ruft. Mit der Eule, wo wir jetzt hin müssen. Okay. So wie es aussieht, bekriegen sich hier die Orks mit den Untoten. Okay. Sollte erstmal die nächste Goldmine finden. Würde ich sagen. Hier oben sind Trolle ohne Ende. Die können uns Gold einbringen. Das könnte vielleicht helfen. Gut, schicke ich dich mal kurz noch auf ein Selbstmordkommando. Dann bilde ich mal zwei von euch aus und mal zwei von euch und zwei von euch. Schaden euer tut Gebäude das, ist fertig. Denke ich mal nicht. Unser heilige Heimat Goldmine ist eingestürzt. Ach, ich bin bereit. Dann helft mal. Bei Elun. Die weite, weite Welt. So, können wir auch gleich hier die Fähigkeit anmachen. So sei es. Oh. Das war jetzt nicht so klug. Ich bin bereit. Brauche ich mal irgendeinen Baum hier. Mal kurz hier an die Bäume ransetzen. Geht das? Sucht ihr euch jeder einen Baum? Die weite, weite Welt. So wie es aussieht, ja. Die suchen sich dann immer den nächstliegenden Baum. Ist gut. Göttin, erleuchte meinen Weg. So. Hauen wir hier gleich mit rein. Bei Elun. Gut. Können sie sich da oben mehr bekriegen? Wir brauchen aber ich folge irgendwie der Stimme von Elun. Göttin, erleuchte meinen Weg. Mal was, wo wir denn halt auch mal kurz lang gehen könnten. Hier unten sind zum Beispiel nochmal Trolle, die wir machen können für Gold. Ich glaube, dann geht's hier runter. Hier wäre die nächste Goldmine. Okay. Gut. Schnappen wir uns jemand unsere Truppen. Bedroht die Wildnis. Wie die Göttin und laufen wünscht. Hier los. Für so. Kalendor. Den nächsten. Im Namen von Cenarius. Und dich auch noch. Enduli Ressa.
So. Im Namen von Cenarius. Na komm. So sei es. Eisenholzzweig. Ja, das darf sich gleich einer irgendwie reinschnabulieren. Da ist noch ein Heiltrank. Wie die Göttin wünscht. Na, kommt gerade keiner ran. Bei Elun. Gut. Goldmine. Wartet. Ich kenne diese Firbolgs. Sie entkamen aus Ashenvale, als die Ausbreitung der Verderbnis begann. Vielleicht sind sie der Verderbnis doch nicht entronnen. Ach, da oben. Werden die rüber? Ich folge der Stimme von Elun. Na kommt, ihr müsst schon mithelfen hier. Sonst wird das nichts. Im Namen von Cenarius. So. Anudora. Unser heiliger Heimwirt ist weit. Durch? Ich habe die Kreaturen noch nie so aggressiv gesehen. Dann werde ich ihrem Fluch ein Ende machen. Andu Falador. Gut, ihr geht mal kurz zurück. So sei es. Bevor mir hier das nächste kaputt geht. Ich folge der Stimme von Elun. Was bedroht diese Länder? Es soll geschehen. Holen wir uns nochmal ein. So. Die Göttin. Einfach weiter. Ignorieren. Unverzüglich. Bis da runter. Kommt. So, jetzt brauche ich wieder 5 Stück. Das sind schon mal 4. Dürfen schon mal hier runterlaufen. Nehme ich dich noch. Auch du darfst hier runterlaufen. So. Na, die hätte ich wenigstens anklicken können. Zum Heilen. Ashresoraman. So, ihr bleibt mal vorne hier stehen. Unser heiliger Hain wird entweiht. Durch. Bei Elun. Ist das jetzt euer Ernst? Deutlich mehr Bogenschützen. Anudora. Und jetzt den letzten. Euer Gebäude ist fertig. Okay. Unverzüglich. Wie die Göttin wünscht. So, 5. Einmal reingehen. Bis auf du. Du musst mal hier reparieren. Dich mal kurz dahin. Du setzt dich dahin. Du setzt dich dahin. Du und du, ihr stellt euch einfach mal hier vorne hin. Dann nehme ich mir mal noch eine. Darfst du das die Goldmine noch mal reparieren? Okay. Hier bekämpfen sie sich immer noch. Das sollen sie meinetwegen machen. Ich folge der Stimme von Elun. Gut. Dann machen wir uns nochmal 4 Bogenschützen. Jemand bedroht die Wildnis. So sei es. So. Unsere Goldmine gibt nicht mehr viel her. Ja, das ist mir bekannt. So. Ich bin bereit. Holen wir uns den Rest aus der Goldmine. Ihr kostet 3. Dann mache ich nochmal 2 Stück von euch.
Na, holt euch den Restgeld. Das ist die Frage, soll ich jetzt hier hoch einmal? Ich denke mal schon. Könnte nicht ganz so verkehrt sein. Ashrasoraman. Weil dann können wir uns durch die... Jemand bedroht die Welt. Hat der Schlaf meine Sinne getrübt? Ah, die weite, weite Welt. Ich bin bereit. Okay. Die Göttin ruft. Das dürfte erstmal reichen. Unverzüglich. Dann gehen wir jetzt mal hier hoch. Bei Elun. Weil hier so oben waren doch noch Trolle, genau. Ich bin bereit. Für Kalendor. Trolle jetzt einfach mal raus. Endulirissa. Und dann können wir uns vielleicht auch nochmal ein bisschen Geld erobern. So, mal Gurion, mach mal hier über die Bäume. Unser heiliger Hain wird entweiht. Okay, Ring des Schutzes, das ist schon mal für schön. Für Kalimdor. Die Tyrannen hat ein Level. Ring des Schutzes plus 2, ja, gut. Irgendetwas stimmt hier nicht. Ich weiß aber nicht, was. Unser heiliger Hain wird entweiht. Jemand bedroht die Wildnis. Ja, jetzt machen sie mir das hier kaputt. Schönen Dank. Böse Orks. Böse, böse. So. Dann mache ich mir nochmal zwei hiervon. Nein, nein. Weil kaum Kosten ist nicht so schön. Keine sind besser. So, wie sieht's jetzt hier aus? Seid ihr voll geheilt? Unsere Goldmine ist eingestürzt. Ja. Gut. Kommt mal wieder zurück. Ach, die Orks jagen mich. Na gut. Jagt mich. So sei es. Jetzt wieder runter. Bei Elun. Das ist nur die Frage. Hol ich mir mal kurz Eulchen? Wo ist jetzt aber die nächste? Unser heiliger Hain wird entweiht. Die Göttin ruft. Anudora. Ah, haut mal hier kaputt. Blöd, dass sie mich jetzt über den Berg angreifen. So, hier sind noch jede Menge Vorborgs. Das war jetzt eine Nebenquest, ne? Kriegsherrn. Ist der vielleicht hier oben? Könnte ich damit Glück haben. Ah, hier oben ist der Kriegsherr. Okay. Gut. Ashrasoraman. Dann müssen wir jetzt hier hochlaufen. Unverzüglich. Auf euer Zeichen. Du schön und gut. Bleibst schön hier. Zeigt den Weg. Auch du bleibst schön hier. Und ihr teilt euch hier mal ein bisschen auf. In der Mitte. Kann euch eigentlich auch allen reparieren einstellen. So. Jemand bedroht die Wildnis. Und dann wollen wir mal. Im Namen von Cenarius. So. Werfen wir nochmal ein bisschen Schaden zurück. Und lassen euch mal zuerst loslaufen. Ich folge der Stimme von Elin. Hallo Dora. So, einmal verwurzeln. Bäume zu helfen. So, klappt doch. Anudora. Gut, und weiter. Ashterodanador.
Einmal zur Hilfe rufen. Damit es ein bisschen fixer geht. Ashtero Vielleicht eine Rolle der Heilung? Wie könnt ihr es wagen? Das weiß ich nicht, wie ich das wagen kann. Es soll geschehen. Torfala Nordoha. Oha. Kommen halt nicht alle durch. Das ist blöde da drin. Ashtero Danador. Anderen kleinen. Na, kommt, den kriegt ihr hin. Für Kalendor. Und jetzt nur noch dich. Ja, fallen immer mehr. Na, kommt, ihr seid zwei gute Helden. Das schafft ihr. Wir haben halt nicht mehr genug Mana, um das wegzunehmen. Und fertig. Clown des Angriffs. Plus 6. Ihr habt euch verändert, Tyrande. Barmherzigkeit scheint euch fremd geworden zu sein. Vor langer Zeit habe ich geschworen, dieses Land zu beschützen, Furion. Ich kam nie in den Vorzug, dass ich Zeiten großer Gefahr einfach verschlafen konnte. Wenn eure endlose Wache euch wahrlich so hartherzig gemacht hat, muss auch das zum Plan der Göttin gehören. Okay, das ist schon ein bisschen krass. Ihr seid am Zug. Ja, bin am Zug. Göttin, erleuchte meinen Weg. So, ihr wolltet jetzt zu mir hinkommen, ja? Hat der Schlaf meine Sinne getrübt? Na komm mal, Furion. Da, einmal angreifen. Wir killen jetzt hier gerade alle Truppen. Und das finde ich nicht toll. Göttin, erleuchte meinen Weg. So. Wollte doch nur mal ein kurzes Schnaufpäuschen haben. Auf euer Zeichen. Auch noch angegriffen. Viel zu leicht. Vorwärts. Finde ich nicht toll. Ein Schuss, ein Treffer. Göttin, erleuchte meinen Weg. Feuer. Okay. Fertig. Okay. Lief nicht so gut. Jetzt müssen wir erstmal hier den Rest ausbilden. Ich bin bereit. So. Holen wir uns davon auch nochmal zwei wieder. Die Göttin ruft. Weil davon haben wir gar keine mehr. Jemand bedroht die Wildnis. Und ich habe auch nicht mehr genug Mana, um zu scouten. Macht schnell. Dann mache ich es jetzt mal hier kurz in der Einheit hier. Ich gehe im Schatten. Absolut. Oh. Die Zeit des Wartens ist vorbei. Vor euch liegt Gefahr, Priesterin. Ihr müsst auf der Hut sein. Ich gehe im Schatten. Die Zeit des Wartens ist vorbei. Ach, hier geht's nur zum Lager zurück. Ich gehe im Schatten. Na gut. Ich habe keine Furcht. Erleuchte meinen Weg. Ich bin ja jetzt mal gespannt, was jetzt hier für Gefahr ist. Betet für die Dämmerung. Aber oh, wahrscheinlich die Zeit des nur die Menschen. Ist vorbei. Absolut. Das heißt, wir bräuchten eigentlich noch eine Balliste, die wir uns nicht leisten können. Die Göttin ruft. Nehmen wir uns alles mit, was wir jetzt hier haben. Bei Elun. Unverzüglich. Und greifen hier jetzt mal an. Wie die Göttin wünscht.
Ich bin bereit. Enduli Resart. Für Kalendor. So. Enduli Resart. Dann den Elf. Im Namen von Cenarius. Okay. Heute hättet ihr da stehen lassen können. So. Oh, Held. Unsere Krieger greifen den Feind an. Im Namen von Cenarius. Für Kalendor. Ja, es läuft nicht so. Unser heiliger Heinde des Waldes. Auch noch. So, alle auf den Held. Für Kalendor. Ashterodano. So. Mana wieder anschmeißen. Unser heiliger Heim wird entweiht. Oh Mann. Für Kalendor. So. Da kommt immer noch einer. Zum Angriff. Gut, dann bilden wir uns hier gleich mal wieder neue aus. Schaden tut das sicherlich nicht. Nicht Gold. Okay. Jemand bedroht die Wildnis. Für Kalendor. Den hier unten noch. Ich bin bereit. Jetzt macht endlich das Gebäude im Eimer. Anudora. So. Für Kalendor. Kann dich einmal killen. Enduli Resart. Die weite, weite. So. Im Namen von dich Cenarius. Töten. Für Kalendor. Das Gebäude kaputt machen. Malfurion, bau mal bitte hier Asterodana die Bäume ab. Und lass mal angreifen. Wie könnt ihr es wagen? So. Na komm schon. Unser heiliger Hain wird entweiht. Das ist mein Hain. Kommt schon. Kann noch nicht so schwer sein. Zum Angriff! So. Dieses Land und ich sind eins. Ja, das ist für gut. Kalimdor. Dann kannst du hier unten nochmal. Anudora. So. Ein bisschen Ablenkung sorgen. Du gehst mir jetzt mal. Unsere Krieger greifen den Feind an. So, einmal alle ausbuddeln. Komm mal runterschicken. Da du noch am Arbeiten bist. Unsere Krieger greifen den Feind an. Mehr Mondbrunnen. So. Ging das nicht? So, runterlaufen. Runterlaufen. Gibt es Ärger? Auch runterlaufen. Und ihr ja sowieso runterlaufen. Ich folge der Stimme von Elun. So, macht mal hier die restlichen Gebäude jetzt noch kaputt. Gerande, macht aber bitte nicht mehr das hier. Enduli Resart. So. Müssten ja jetzt langsam unsere Gebäude kommen. Und dann holen wir uns hier auch noch die 2000 Gold ab. Was bedroht diese Länder? So, nochmal holen. Attacke.
Dieses Land und ich sind eins. So, dann darfst du da nochmal mit draufhauen. Okay. Soweit passt das. Irgendetwas stimmt hier nicht. Warum konntest du es nicht? Unsere Krieger greifen den Feind an. Dieses Land und ich sind eins. Okay, es ist sowieso nur der Extrater. Jemand bedroht die Wildnis. Für Kallendorf! Er macht es jetzt gleich ganz kaputt. Euer Gebäude ist fertig. Echt? Das ist schön. Abarbeiten gehen. Ashrasoraman. Werden wir erobert? Nee, erobert werden wir noch nicht. So. Jemand bedroht die Wildnis. Dann machen wir das jetzt hier mal auf. Dann wollen wir mal gucken, was... Oh. Sei vorsichtig, Priesterin. In diesen Wäldern wimmelt es von Toten. Na gut, müssen wir gleich angreifen hier. Unverzüglich. Skelettbogenschützen. Die geben sogar Geld. Geister. Und tote Bäume. Unsere Goldmine. So sei es. Sind noch mehr. Unverzüglich. Einfach weiterlaufen. So sei es. So. Unverzüglich. So sei es. Da ist ja wirklich viele im Wald los. Unverzüglich. Unsere Krieger greifen den Feind an. Oh, die Wander ist jetzt schon wieder fast voll. Wie die Göttin wünscht. Gut. Was haben wir jetzt hier, ne? Hä? Ach, da kommt unsere die Tochter. Krieger greifen den Feind an. Unverzüglich. Die Körbe! So. Gibt es Ärger? Jetzt hört mal auf, meine hier anzugreifen. Finde ich nämlich nicht nett. Ich folge der Stimme von Elohim. So. Wie die Göttin wünscht. Machen wir nochmal hier kurz einen Sammelpunkt. Und jetzt will ich mal kurz gucken. Wir könnten doch hier eigentlich auch... Ja, wir hätten eigentlich schon längst mal was forschen können. Das ist natürlich auch wichtig. Ihr seid am Zug. Hier unten viel steht noch zu eine. Leicht. So, Goldmine ist gleich wieder weg, also müssen wir gleich weitermachen. Ich glaube, das ist dann die richtige Goldmine, die ich jetzt haben muss. Bin mir da aber nicht sicher. Aber 5000 klingt schon mal ein bisschen besser. So sei es. Bei Elun. Ja, jetzt relativ viele Druiden. Wie die Göttin wünscht. Also... Dyraden. Gut, gehen wir weiter hier den Mistmar wegräumen. Anudora. Riesenwölfe. Forschung abgeschlossen. So. Unsere Goldmine ist eingestürzt. Im Namen von Zenarius. Schon gleich viel mehr Schaden. Wie die Göttin wünscht. So, bei Elune. Hier noch irgendwas? Unverzüglich. Natürlich, ich übersehe den riesigen Skelettkrieger. Für Kallendorf!
Im Namen gekonnt, von Zenario. Bei Elun. Da habe ich wieder einen verloren. Endulirissa. So sag okay. Wie die Göttin. So, wünscht. Einmal hier rein. So sei es. Aber auch ein wie großer die Wald. Wünscht. Ah, da hinten sind Geister. Im Namen von Cenarius. Auch die schnappen wir uns jetzt noch. Forschung abgeschlossen. Für Kalendor. Desto mehr wir mitnehmen können, desto besser. So. Unverzüglich. Bei Elun. Bis jetzt klappt es. Da hinten haben wir noch einen Wolf und noch mehr Geister. Oha. Ist ja ein geistreiches Abenteuer. Wie die Göttin wünscht. Und rote Bäume. Unverzüglich. Aber wenigstens kriegen wir somit ein bisschen Gold. So. Ashterodanador. Ja, komm, dann hau mal hin da. Unsere Krieger greifen es in soll geschehen. Von hinten werden wir auch attackiert. Ashterodanador. Forschung abgeschlossen. Ich glaube, hier geht's wieder raus. Es soll geschehen. Oder? Nein, die Verderbnis hat den Außenposten verzehrt. Die Treants sind wahnsinnig geworden. Dieses grausame Los haben sie nicht verdient. Keinen Schritt weiter, Schwächling. Lord Tichondrius hat uns befohlen, jeden zu töten, der hier einzudringen versucht. Und das werden wir. Jammerlappen. Mich schmerzt, dass ihr einst Nachtelfen genannt wurdet. Okay. Im Namen von Cenarius. Sollen wir noch einen Stützpunkt zerstören? Anudora. Im Namen von Cenarius. Mit unseren wenigen Möglichkeiten haben wir da jetzt nicht wirklich viel Chance. Unverzüglich. Gut, dann gehen wir mal wieder zurück hier runter. So sei es. Weil hier unten waren ja noch Banshees, die uns nochmal Geld geben können. Wie die Göttin wünscht. So. Anudora. Es soll geschehen. Da ist sogar ein riesiger Geist. Ja, aber das schon schaffen. Ashterodanador. Jammerlappen. Wir brauchen mehr Bäume. Es soll geschehen. Torfala Nordoha. Okay, jetzt seid ihr nur noch auf euch. Geht mal zurück. So sei es. Und dann machen wir es mal so. Na komm, den Eingeist hättet ihr da noch kriegen können. So. Ashterodanador. Wieder zurück. Für Kalimdor. Und jetzt schnappen wir uns den Geist. Dann bleib doch hier, blöder Geist. Torfala Nordoha. So. Es soll okay. geschehen. Und zurück, Anudora. zurück. Jammerlappen. Jetzt wollen wir hier noch das kleine Skelettwächter alle. Es soll geschehen. Gut. Gibt immer ein bisschen für Geld. Für Kalimdor. Wir sind halt zur Hälfte, ne? Wie also könnt ihr es wagen? Könnte klappen. Ashterodanador. So, einmal festsetzen. Torfala Nordoha. Und immer schon weiter angreifen. Na komm, der kriegt ihr hin, auch wenn er Level 8 ist. Jawoll.
optimaler Quest. Verfluchtes Tal. Hoffentlich wird das Land wieder genesen und diese Pest vergessen. Wir sollten aufbrechen. Die Grabhügel liegen direkt vor uns in diesem Tal. Göttin ruft. Okay. Bei Elun. Unser heiliger Hain wird entweiht. Liebe Göttin. Und kaum gehe ich mal weg. Kommt ihr mir gleich wieder mit dem nächsten an. Aber wartet ab. Übertreib doch mal. Mit den ganzen Frostwürms hier. Ist doch ein bisschen viel, oder? So, dann lasse ich hier mal kurz die Armee wieder ausheben. Ah, die weite, weite Welt. Denke ich mal besser. In der Zeit können die dann halt nochmal Mana und Tepe laden. Und so wie es aussieht, geht's dann von... Ich habe doch genug Mana, oder? Ja. Ich schmeiß mir nochmal eine Eule. Ich bin bereit. Wir können ja hier einfach über den Wald rüberfliegen. Ah, die weite, weite so. Welt. So. Gut, euch muss ich dann vernichten. Hier unten auch soweit. Ja, aber ich müsste dann hier bis hier durch, ne? Ja. Gut, und hier sind dann halt nur ein paar kleine Untote. Und was haben wir hier oben? Ah, hier oben haben wir auch nochmal das Übliche. Na gut. Und hier müssen wir dann einmal komplett durch, damit wir hier zum Tempel kommen. Und wir müssen sowieso alles vernichten. Gut. Sind unsere Truppen soweit fertig? Nein, noch nicht. Da kommen jetzt nochmal drei dazu. Göttin, erleuchte meinen Weg. Der Natur. Oh, halt. Kommt mal alle weg da. Gibt es Ärger? So, jetzt bräuchte ich da noch drei Einheiten, nee, zwei Einheiten noch von irgendwas. Eine Einheit von irgendwas. Brauche ich noch eine davon? Was ist der Ruf der Natur? Göttin, erleuchte meinen Weg. Gehen ihr beide einfach jetzt mal hier schon mal vor. Oh, bitte mich jetzt hier nicht angreifen hier. Bin ganz unschuldig. Gut, dann laufe ich jetzt ich mit Rande und Malfurion jetzt bis zur Mine runter. Und der Rest ist dann sozusagen Begleitung. Dann entwurzel ich alles und lauf da runter. Das ist dann auch, denke ich mal, das Letzte jetzt hier unten. Für Kalimdor! Für so. Kalimdor. Bäume zur Hilfe rufen. Ich folge der Stimme von Elun. So. Jawohl. Ashra Soraman. Was wollt ihr denn jetzt? Okay. Jetzt wollen hier noch ein paar mehr Leute mit. Anudora. Ah, hol ich mir noch mal ein paar Bäume. So geht's ja nun nicht. Okay, du möchtest jetzt auch noch mal was haben? Bitteschön. Gut, euch schicke ich jetzt einfach nur zum Befehl angreifen. Unsere Krieger greifen den Feind an. Ja, das ist okay.
So. Lauf schon mal los. Aushebeln, 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 aushebeln. Und bis hier runter. Gemeinschaftlich. Bis hier runter. Und ihr seid die Einzigen, die jetzt mal schnell sein dürfen. So. Die Göttin ruft. Irgendetwas stimmt und hier nicht. Ja, das glaube ich auch. Oh, oh, da kommen sie schon wieder. Ashtero, da war ich folge der Stimme von Elun. Das ist nicht so gut. Hat der Schlaf meine Sinne getrübt? Wir holen uns noch mal ein paar Bäume. Ja, das Ziel ist doch ein Baum. Musst du jetzt da so hochlaufen? Es soll geschehen. Wie könnt ihr es wagen? So, helft. Dieses Land und ich sind eins. Jemand bedroht die Wildnis. Weiter verteidigen. Da kommen unsere Kleinen. Und hier kommt unsere Armee aus Bäumen. Sieht auf jeden Fall lustig aus, was du da machst. Hopsi, hopsi, hopsi. Hopsi, hopsi, hopsi. Okay, jetzt hast du dich gerade entschieden, schneller zu werden. Ist okay. Werden wir erobert? Dann darfst du jetzt hier oben stehen bleiben. Ist jetzt, denke ich mal, auch der Zeitpunkt dafür, mal mehr Mondbrunnen zu basteln. So, werde ich jetzt hier oben einfach mal einen Mondbrunnen bauen und noch einen. So. Na, ich glaube, ich baue da noch sogar noch einen hin. So als Verteidigungslinie. So. Gut, hier kommt gerade der Rest an. Stell dich mal denn daneben hin? Na, okay. Halt. Dahinter wäre besser. So. Und du so. Damit man da noch durchlaufen kann. Euer Gebäude ist fertig. So. Dann darfst du schon mal auf Heilen gestellt werden. Euer Gebäude ist fertig. Ich stelle mir auch auf Heilen ein. Na, Goldmine braucht noch ein bisschen. Euer Gebäude ist fertig. So. Und nur zur Sicherheit hier unten halt in die Goldmine. Kommst du? Du stellst dich da auf. Du stellst dich. Euer Gebäude ist fertig. Da auf. Auf euer Zeichen. Ihr kommt fertig. Nach vorne. Was ist der Ruf der Natur? Auch Spuren ihr kommt nach vorne. Auf Wachtposten. Ihr auch. Ich habe keine Furcht. Und ihr geht jetzt alle in die Goldmine. Und auch du gehst nach vorne. So, dann machen wir jetzt hier den Sammelpunkt hier oben. Die Göttin ruft. Hat der Schlaf meine Sinne getrübt? Und jetzt passt das auch. Ashresoraman. So, jetzt haben wir hier eigentlich auch eine gute Verteidigung. Ich bin bereit, Elun. Deswegen gehen wir jetzt erstmal hier hoch, damit wir die denn da vernichten können. Wie die Göttin wünscht. Also, Angriff. Okay, wir werden gerade angegriffen. Gleich gegen geht. Ashtero Ganador. Ich bin bereit. Dann lass doch mal Surian durch. Was bedroht diese Länder? So. Die Göttin ruft.
Und das jetzt kaputt machen. Im Namen von Cenarius. Genauso wie den O-Turm. Sehr schön. Anudora. Oh, sie wollen an die Balliste. Im Namen von Cenarius. Vorsichtig bleiben. Wie die Göttin wünscht. Kommt der nächste an. Anudora. Vielleicht alles hier in Keim ersticken. Für Kalimdor. Das nächste Gebäude. Irgendetwas stimmt hier nicht. Es soll geschehen. Oh. Für Kalimdor. Haben wir hier noch Bäume? Einfach mal ein paar Helfers. Helfers. Ich folge der Stimme von Elun. Gut. Anudor. Weiter geht's. Hier unten haben wir noch ein bisschen Wald. Unsere Krieger greifen den Feind an. Den wir uns nochmal holen. Jammerlappen. Ja, Jammerlappen. Gut, und den gleich wieder weg. Damit da nichts Neues kommt. Unsere Krieger greifen den Feind an. Anudora. So, den hier unten noch. Ah, klappt doch. Im Namen von Cenarius. Den Mondbrunnen. Für Kalimdor. Und jetzt noch den Uhrturm. Gut, einmal hier Mana wieder sparen. Die verschießt halt relativ viele Pfeile. Aber gut, gibt halt auch immer 20% mehr Schaden dazu. Im Namen von Cenarius. Das nehmen wir jetzt noch auseinander, weil wir es können. Und dann haben wir es auch so gut wie geschafft. So sei es. Hoffe ich mal. Wie die Göttin nicht, wünscht. Nicht, wenn die das so einst mal war, so ne? So sei es. Aber hier ist nichts mehr. Okay, gut. Unverzüglich. Die Druiden wecken erledigt. Kommt herfür, Klauen Druiden. Sollen die Sturmkrähen abermals mit den Winden des Krieges fliegen? Ishnu Allah, meine Brüder. Kalimdor benötigt wieder einmal eure Kräfte, denn die Stunde des Untergangs ist nah. Wir folgen euren Befehlen, Shandor Stormrage. Jetzt müssen wir hinab in die Erde und die wilden Krallendroiden aus ihrem Schlummer erwecken. Sieg. Gut, und morgen Blutsbrüder. Also schaltet wieder ein. Bis dann.